Die CDU gibt sich ein einheitliches neues Parteilogo und Erscheinungsbild. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann präsentiert in der Berliner Parteizentrale den neuen Schriftzug, dessen Buchstaben nach 5 Jahrzehnten nun nicht mehr rot, sondern schwarz sind. Ich glaube, was den meisten gefällt, ist einfach, dass dieser Look einfach modern ist, dynamisch ist, frisch ist, nach vorne gerichtet. Ja, im Grundsatzprogrammprozess arbeiten wir auch gerade an einer neuen Erkennungsmelodie, an einem Deutschlandbild, was Zukunft ausstrahlt. Und genau das schaffen wir jetzt kompatibel mit diesem neuen Look. Das neue Erscheinungsbild soll für alle Landesverbände verpflichtend werden, die bisher vielfach stark abweichende Logos und Farben verwenden. Das können Sie natürlich nicht durchdrücken und dann gibt es Strafrecht, das überhaupt nicht. Sondern Sie müssen natürlich die Herzen der Landesverbände gewinnen, dass man es gerne macht, dass man es gerne umsetzt. Und natürlich muss es eine gewisse Verbindlichkeit geben, sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn. Also wir haben ja eben diese Grafik gehabt. Das war ja ein Kuddelmuddel. Von einer farblichen Nähe zum Logo der AfD distanziert sich Linnemann klar. Wenn Sie die Farben vergleichen, eine komplett andere Farbgebung. Sie haben das ja auch in den Wahlkämpfen gesehen, dass diese Frage nie richtig aufkam. Weil es ist einfach eine andere Farbgebung. Sie können sich gleich gerne nochmal selbst ansehen. Die Sachsen-CDU wird allerdings im kommenden Jahr bei den Kommunalwahlen im Juni noch mit ihrem alten Logo auftreten, weil der Wahlkampf bereits geplant ist.